Nachdem wir in der letzten Episode die 1.8 erkundet haben, bin ich jetzt wieder zu Hause. Seit meiner Ankunft war mein Alltag wieder relativ normal. Ich hatte normale Kämpfe im Kolosseum, musste diese natürlich gewinnen. Und eines Tages, als ich einen Kampf gewonnen hatte und auf dem Weg nach Hause war, sah ich zu meiner Rechten ein neues Plakat. Auf diesem wurde von irgendwelchen besonderen Heiltränken erzählt. Mich hat das Ganze ganz schön interessiert, da ich meine Kampfkünste natürlich ausbauen wollte. Deswegen habe ich einen guten alten Bekannten aufgesucht, der sich damit auskannte. Dieser erzählte mir dann, wo ich genau die Region dieser Tränke auffinden kann und was ihre Bedeutung eigentlich ist. Also machte ich mich erneut auf die Reise. Und damit herzlich willkommen zum dritten Part von El Gladiator. Und bevor das ganze Video anfängt, muss ich mich erstmal an einer Stelle bei euch bedanken, aber auf der anderen Seite auch entschuldigen. Ja, die erste Sache ist, dass wir die 20.000 geknackt haben und ihr wisst, dass ich euch tausendmal richtig dankbar dafür bin und ich im Moment sowas von zufrieden mit euch bin, dass ich echt stolz drauf bin, so eine krasse Community wie euch zu haben. Aber ich will das alles nicht so eine schleimige Spur jetzt bringen, aber ihr wisst es jetzt, ich habe schon oft genug gesagt, deswegen danke, aber ich will es jetzt gar nicht so oft wiederholen. Andere Sache ist, wofür ich mich entschuldige, ist, dass im Moment durch das Titan-Projekt natürlich die Varietät hier auf dem Kanal an Uploads ein bisschen drunter leiden muss. Liegt halt einfach daran, dass ich einen schlechten Upload habe, nur 0,5er, und es schon für mich ein ziemliches Problem ist, überhaupt jeden Tag dieses Titan-Video hochzubringen. Und dann halt noch andere Videos, also mehr als 7 Videos ist halt extrem schwer. Und ich gebe halt mein Bestes, wie jetzt mit so einem Video hier. Deswegen, es tut mir natürlich leid, aber da müsst ihr ein bisschen Verständnis zeigen, weil ich bin halt verpflichtet, diese Titan-Videos dann zu bringen, wenn ich beim Projekt mitmache. Und das möchte ich natürlich auch einhalten. Ja, in der heutigen Episode sind wir ganz simpel auf Kohi. Ich denke mal, die meisten von euch sollten Kohi kennen. Das ist einer der bekanntesten PodPP-Server und ich bin natürlich der PodPP-Experte schlechthin. Nein, nämlich gar nicht. Aber ich finde es einfach mal ganz cool, auf Servern zu spielen oder irgendwelche Spielmodis zu testen, wovon ich halt auch keine Ahnung habe, weil es ist vielleicht auch gerade deswegen ein bisschen lustig anzusehen. Also flamet mich nicht, falls ich manchmal irgendwelche Fehler mache. Ich habe halt keine Ahnung so richtig. Und ich würde einfach sagen, wir starten ein paar 1v1s ohne Debuffs und dann würde ich sagen, bis gleich. So, und zwar gibt es hier auch so eine Variante. Das ist so eine, ja, Art One Bar, also nur 5 Pots. Das finde ich zum Beispiel ganz nice, weil ich auch in Zoop eine Bar mal besser fand.
speeden müsste. Aber das wird er wahrscheinlich jetzt hier gewinnen. Die Kämpfe sind mir zu lang. Boah. Habe ich eigentlich gar nicht verdient gehabt. Er hat eigentlich viel besser gespielt wie ich. Und oh, ich habe echt am Ende habe ich echt ein bisschen zu kämpfen gehabt mit mir selbst. So, ich habe mir gerade den Fight von gerade eben immer noch mal angeguckt. Und ich muss bestimmt zugeben, dass es für einen erfahrenen Zubspieler oder Potspieler in den Augen wehtut, wenn er da sieht, was ich da mit den Pots mache. Aber ich habe halt echt noch nie Kobe oder irgendwie sowas gespielt in die Richtung. Mich hat das damals auch überhaupt nie so interessiert. Es sind ja damals von der Soup-Szene, besonders aus dem US-Bereich, halt ganz viele auf diesen Pot-Train abgesprungen. Ja, zu der Zeit hat mich das echt alles nicht so interessiert. Ich habe ab und zu damals mit Patrick, das war ja noch zu alten GAG-Zeiten, dann auch mal Pot gespielt. Aber nie so, dass ich sagen konnte, ja, das fand ich immer besser oder fand ich besser als Soup. Also ich hätte jetzt nie gewusst, warum. Irgendwie. Also es macht schon Spaß, ne, aber ich finde, es ist mal eine andere Herausforderung natürlich und ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man einfach in allen Bereichen sich so ein bisschen übt. Deswegen, das finde ich auch interessant, ich will halt in Soup, ich will Rot, ich will Potten, ich will halt irgendwie so alles ein bisschen spielen, weil warum muss man sich denn auf ein Spiel muss konzentrieren? Aber naja, ich bin ja auch voll gegen diesen Beef zwischen den verschiedenen Spielmodis. Ich denke mal, jeder sollte eigentlich gegen Beef sein. Weil ich finde es einfach unnötig, immer die Diskussion, welcher Spielmodus more skilled ist und für was man mehr Experience braucht. Weil es ist doch scheißegal. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Ich hoffe einfach nur, dass ihr als Leute, die meine Videos so gucken, so die gleiche Meinung vertreten. Dass ihr die gleiche Meinung vertritt. Oh Gott, mein Deutsch, Mann. Aber, jedem das seine. Aber wäre cool, wenn wir hier auf dem Kanal, sag ich mal, so ein, ja, irgendwie so einen Grundsatz uns einfach irgendwie selber sagen, oder? Ich meine, wenn jeder fair in diesem Spiel ist, können wir vielleicht einen kleinen Beitrag einfach dazu beitragen, dass sich alle besser verstehen und mehr Spaß am Spiel haben. Weil es gibt mittlerweile so viele Flamer, Mann. Und ich habe einfach keinen Bock, dass diese Szene, die Community einfach noch mehr irgendwie toxic wird. Und von daher kann man ja im kleinen Maße beihelfen, wa? So. Ja, jetzt haben wir wieder voll viele Iron Fights gemacht. Ich habe jetzt auch nicht mal geschnitten oder so. Aber ja. Ich suche mal jetzt nochmal nach hier so einem Fight. Okay. So. Ich weiß gar nicht, wie lang geht denn so ein Fight? Normalerweise, weiß nicht, geht ja so lange wie ein Soup-Fight. Also Soup-Kämpfe können natürlich, je nachdem wie viele Pilze du hast, auch extrem lange dauern. Aber so ein Pot-Fight kann auch mit Full-Impf richtig lange dauern. Logischerweise. Captain Obvious hier, Bestie, GHG. Ich weiß nicht mal, wie viele Herzen ein Pot auffüllt, ne? Ich glaube 3,5. Oh mein Gott. Hä, gut, da hat jetzt mein Inf ein bisschen gebuggt. Oder war ich jetzt der Failer? Egal. Ich bin Anfänger, ich darf das. Boah. Der drückt aber hier auch ordentliche Zickzacks. Ich liebe so eine Kämpfe, wenn einfach beide was drücken. Das ist, finde ich, viel ansehnlicher. Also, ich mag so eine Kämpfe. Und eigentlich, sowas ist für mich halt ein GG.
Wenn einfach beide irgendwie so richtig knappe Kämpfe haben, aber beide gute Hits geben. Und nicht sowas Ekliges. Aber naja. Irgendwie ist das Aiming auf Speed 2. Ich bin da voll raus. Ja, ich war nie in, aber... Okay, das ist mega verwirrend mit den... Der Enderpearl. Was mache ich da irgendwie? Ich drück... Und ich wollte potten. Egal, okay. Warte, ich drücke 2 zum Fressen und habe dann die Enderpearls wieder im Dings. Das muss ich mir gleich mal nochmal in der Bearbeitung angucken. Na, bist du Metzger? Ja, okay, jetzt leckt er. Hab ich jetzt keinen Bock, ihn zu killen, wenn er leckt. Welcome back. Ich muss gerade sagen, ich arbeite gerade ziemlich viel mit S auch. Also, ja, okay, ich sollte doch nicht so viel mit S arbeiten. Obwohl, irgendwie geht dann wie smoother rein. Irgendwie ist dann das Aim mit Speed 2, wenn du ein bisschen S so tappst, echt ein bisschen chilliger. Aber das ist halt auch die Kunst, sag ich mal. Wenn du wirklich ein guter Spieler sein willst, dann musst du auch konstant spielen, finde ich. Also ein guter Spieler muss auch auf längere Zeit irgendwie was durchhalten. Das ist genauso im Supen, weil es gibt so krasse Super, die halt in einer Bar so krass sind, aber dann bei Full Inf irgendwie richtig abkacken. So ein Kandidat... Ja, so ein Kandidat war ich eigentlich auch. Also ich war One Bar immer besser als Full Inf. Was macht er jetzt da? Ah, jetzt sieht es ein bisschen kritisch aus. Okay. GG an die Stelle. Oh mein Gott. Was ist los an die Stelle, ja? Obwohl, an die Stelle... Das kann man manchmal auch so sagen, wenn man sagt, ja, wo soll der neue Schrank hin? Ja, an die Stelle. Aber an der Stelle würde ich sagen, gucke ich mal ganz kurz nach, wie lange wir schon aufnehmen. Um einzuschätzen, wie viele Kämpfe ich noch machen muss. Okay, das ist jetzt hier der letzte Fight, denn wir sind schon bei einer guten Länge angekommen. Und, ja, ich darf das Video nicht so lang machen, weil ich habe ja schon erzählt, wie es mit dem Upload aussieht. Und ich denke mal, ihr seid ja auch kompetent und habt dafür Verständnis. Und ja, dann würde ich mich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich freue mich über jede positive Wertung, über jeden Kommentar. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Titan-Projekt noch so lange verfolgen würdet, wie wir noch dabei sind. Denn ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ab und zu gibt es natürlich ein paar langweiligere Parts. Aber das ist nun mal bei solchen Projekten. Ja, also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.